Ich habe nichts zu sagen. So ist Ach so. Das. Jonas hat heute nichts zu sagen. Ich weiß nichts zu sagen. Jetzt im Whisky-Plausch. Viel Spaß. Hallo, herzlich willkommen im Whisky-Plausch. Mein Komplize auf links ist heute, wie gewohnt, der Detlef. Und im Bang-Boom-Bang-T-Shirt sitzt hier der Jonas. Und auf dem Tisch haben wir... Ja, ein dickes Korn haben wir da. Nee, also wir haben heute einen fetter Kern. So ist es. Boah, das war jetzt schon wieder viel zu förmlich. Also geht ja gar nicht. Das ist komplett aus dem Kontakt gebracht. Hier. Aus dem Quasi. Kontakt gebracht, ja. Habe ich dich. Ja. Nee, wir haben heute einen fetter Kern Warehouse 2 Batch 2. War zu schnell? Nee, ich komme mit. Alles gut. Alles klar, okay. Ich hoffe, ihr kommt auch mit. Wir müssen uns erstmal bedanken, und zwar bei der Firma Mack und Schüler AG. Steht übrigens auch hier auf dem Brieftopf. Ne? Ach, da ist es größer geschrieben. Das habe ich noch gar nicht gesehen. Ja. Die haben uns das Ding nämlich zur Verfügung gestellt. Dankeschön dafür. Den hatten wir übrigens eh auf dem Zettel, weil da war ich doch schon und interessiert auch schon getrunken. Ne? Den ersten hatten wir. Den ersten hatten wir. Batch 1 haben wir getrunken in einem Tasting. Der war gut, fand ich. Ich fand den also wirklich klasse. Hat Spaß gemacht, aber nicht zu viel vorweg. Nö. Ja, und jetzt haben wir den zweiten. Wolltest du mal aufmachen und ins Glas schütten? Ja, ich. Okay, ich könnte mal das Schätzchen hier ein bisschen atmen. Genau, ich erzähl mal, was in diesem wunderbaren Begleitheft hier steht. Keine Geschichte. Nein, ausnahmsweise mal. Keine Geschichte. Finde ich immer ganz dufte, wenn nicht nur so auf dem Karton ein bisschen was abgedruckt ist, sondern auch ein paar Hintergrundstories und Background Information gibt. Ich bin schon voll drin im Englischen. Der Text ist nämlich auf Englisch. Aber da kriegen wir, glaube ich, hin. Liegt da auf dem Tisch dann? Nein, das ist, ich wollte nur sagen, der Cooling Ring. Der Cooling Ring? Ja, das soll den Cooling Ring darstellen. Aber das, ich glaube, die Leute, die schon mal Fetterkern getrunken haben, wissen das. Diesen Cooling Ring von der Brennblase. Ja. Das ist die einzige Brennblase in Schottland, die so ein Ding hat, einen außenliegenden Kühlring. Ich dachte, ich soll jetzt erzählen. Entschuldigung. So, kommen wir zurück zum Englischen. Psst. Fetterkern Warehouse 2 Batch 2. 2009 gebrannt, 2021 gebottelt. 12 Jahre. Hast du gut gerechnet. Oh, gut, danke. Ganz toll gerechnet, Detlef. Ja, ich gebe mir ja Mühe, ne? Natürlich wie immer rar und einzigartig und lagerte. Und jetzt wird spannend. 38% First Fill X Rye Barrels. Wir hatten noch vor kurzem eine Erfahrung mit, ne, mit Rye. Ja, bei Stork waren wir ja. Mhm. Und durften da Rye-Whisky probieren. Eine positive Erfahrung tatsächlich. Wie schmeckt Whisky aus ehemaligen Rye-Fässern, werden wir heute erfahren. Und dazu kommen 62%, also zwei Drittel First Fill Ex-Bourbon. Ich bin momentan sowieso Fan von Ex-Bourbon-Fässern. Und wenn danach so ein Catch irgendwas anderes reinkommt, die Rahmendaten sind vielversprechend. Cool. Viel mehr erzählen braucht man, glaube ich, nicht. Hier steht eigentlich noch so die Story of Fetterkern drin. Die kann sich jeder im Internet nachlesen. Die brauchen wir euch nicht vorgaukeln. Und Warehouse 2, wenn ich nochmal da reinspringen darf, heißt der wirklich einfach, weil er im zweiten Warehouse gelagert wurde. Wie viele haben die insgesamt? Also mehr wie zwei bin ich mir sicher, keine Ahnung. 48,5 Volumenprozent hat er. Ist auch relativ hoch angesetzt. Ja, erhöhte Trinkstärke haben wir, ja. Und ein Einhorn drauf, das gefällt dir doch. Ach, Einhorn finde ich ja toll. Einhorn ist meins. Die Geschichte, warum ein Einhorn drauf ist, erzählen wir nicht nochmal. Die haben wir bereits erzählt. Ja. Video dazu gibt's. Fetterkern da. 16 war das. Ne? Da? Da. Da. Ja? Okay. Ja. Ich brauche erstmal einen Schluck Wasser vorher. Du brauchst einen Schluck Wasser? Warum? Ja. Warte mal. Ich habe wieder ein prima Wasser. Und wir machen jetzt mal eine ganz kurze Pause, weil die Pizza kommt. Das ging schnell. Die haben gerade gesagt, Lieferzeit 40 Minuten. Ist schon alles bezahlt. Ja. 8 Stücke Pizza später. Es kann weitergehen. Nee, wir sind wieder da. Wir haben alles erzählt über den Whisky. Jetzt wird Zeit zu riechen, zu trinken und zu genießen. Genau. Es war übrigens noch ein Vorschlag, aber da kommen wir gleich nochmal zu. Machen wir jetzt erstmal schauen, was wir haben. Ich meine, der durfte jetzt lange genug atmen. Ja. Oh, wow. Tropisch. Also würzig? Der erste Eindruck ist tropisch. Würzig, aber auch.
Ach, haben wir schon gesagt, dass wir immer die Wahrheit sagen? Ja, ne? Ja. Haben wir schon gesagt. Die Wahrheit und nichts als die Wahrheit. Okay. Reife, aber nicht überreife, südländische Früchte. Ananas, Pfirsich, ich habe so ein bisschen Kokosnuss, eher so Kokosnussmilch. Holz, angenehmes Holz, aber relativ frisches Holz. Holz habe ich nicht. Ich widerspreche jetzt einfach mal. Ich lasse dich mal so laufen und widerspreche nur. Oder ein bisschen Puderzucker dabei. Puderzucker ist sehr gut, muss ich sagen. Eine Birne ist noch mit drin. Eine leichte Honigglasur. Ja, leicht finde ich untertrieben. Meinst du doch etwas mehr? Ja. Also du hast eigentlich, sag ich mal, eine schön in Honig eingelegte Früchte. Ja, das wenn passt du die so gut. Ich wollte sagen, nicht Glasur, sondern Mantel. Ja. Ja, so ein Honigmantel um die Frucht. Mhm. Leicht das säuerlich, so eine Zitrussäure. Du hast was gelernt, ich entschuldige mich. Nein, du brauchst dich nicht entschuldigen. Nicht bei mir. Du brauchst dich nicht entschuldigen. Das möchte ich doch einmal in aller Öffentlichkeit und auch sagen. Erzähl mal, was du gelernt hast. Ich habe gelernt, dass Reifässer auch Fruchtnoten entwickeln können. Gute, richtig schöne Fruchtnoten. Deshalb. Die Reifässer entwickeln die oder der Whisky, wenn der da drin liegt? Ich weiß nicht, ich war noch nie Fass in meinem Leben. Also ich wüsste jetzt nicht, wie als Fass ich das entwickeln könnte, aber der Whisky nimmt es irgendwie auf und das Fass gibt. Das Fass gibt, der Whisky nimmt. Genau, das Fass ist ein Geber. Also sommerlich, tropisch, nette Nase. Gerade für so einen angenehmen, warmen Sommerabend, 25 Grad, man sitzt im Garten. Ja. Ja. Passt. Lass gerade gegrillt schauen. Jetzt den. Wenn er uns schmecken. Am Gaumen bringt, dann. Ja. Slange. Lecker. Muss aber sagen, am Gaumen ganz anders. Anders und nicht ganz so überzeugend wie in der Nase. Er ist nicht so vielfältig. Er ist nicht so erfrischend. Da ist unglaublich viel Honig drin. Ganz also genau. Richtig, sehr, richtig sehr heftig. Würziger. Der startet wirklich mit einem sehr würzigen Honig. Jetzt haben wir so viel Frucht und so viel Honig da drum. Stimmt. Also das ist Masse an Honig. Vom Alkohol getrieben, aber der Alkohol ist nicht sprittig. Also man spürt den Alkohol, der ist aber gut eingebunden. Der ist da drin und der bringt die Aromen nach vorne. Deswegen macht das Spaß. Der drückt das richtig gut nach vorne, muss man sagen. Aber ich sag mal, diese sommerliche Frische ist weg und mehr Würze ist dann gekommen. Der Sommerabend ist später geworden. Es ist ein bisschen kühler, man kann sich schon eine Jacke anziehen. Du hast auch zum Schluss, hast du ein gar feines Holz. Ja, Pinienkerne habe ich noch so ein bisschen. Das ist jetzt sehr speziell. Mhm. Mit den Pinienkernen muss ich jetzt sagen. So nussig, aber nicht so ganz. Auf dem Weg zum nussig. Ja. In Kombi mit Holz, würde ich jetzt eher sagen. So. Das Bourbonfass kommt gut durch. Also man hat auch Vanillearomen mit drin. Viel, viel, sehr viel Honig. Man kann es nur noch mal betonen. Dieser würzige Waldhonig, der bleibt aber auch noch schön lange erhalten. Jetzt beim ersten Mal muss ich sagen, okay, empfand ich den Alkohol als etwas kräftig. Jetzt beim zweiten Mal, ist normal, das hat sich jetzt alles ein bisschen daran gewöhnt, ist der Alkohol ein bisschen zurückgegangen. Aber würziger Waldhonig ist gut. Ja, ist richtig schön so. Ein bisschen Tanne, vielleicht ein bisschen Harz. Mandeln könnte es auch sein. So. Mandeln sind sehr, sehr süß. Und so ganz so süß ist er nicht. Deswegen bin ich immer noch bei Pinienkernen. Ja, oh, ich will sie dir doch nicht wegnehmen. Aber die sind so teuer. Ja, da kannst du nichts machen. Ne? Sitzt du nicht drin. Ne? Nee, interessant, muss ich sagen. Ja. Ist wirklich interessant. Ein schöner, sommerlicher Whisky. Ja. So, die Hanken, jetzt muss ich mal sagen... Die Damen und Herren von der Firma, die waren so nett und haben uns noch was dabei geschickt. Und ich wollte schon die ganze Zeit fragen, was da auf dem Tisch steht und was das soll. Das gehörte auch dazu, weil gesagt wurde, also A, könnte man den auch gut, ne, so Food Pairing zu, haben ihn übrigens auch als Sommerwhisky, wie wir den auch beschrieben haben. Am Anfang wurde der auch beschrieben. Und würde gut zu, was hast zu du Mangos. Katzenfutter? Oder? Das Katzenfutter ist das. Und wenn du umdrehst, ist Katzenstreu. Und das sind Trockenmangos. Da ist ein Eichhorn oben drauf.
Ja, das ist von der Kernenergie. Das steht ja vorne drauf. Kernenergie finde ich ja prinzipiell nicht so tofte. Ja, interessant. Das sind jetzt getrocknete Mangos. Ja. Und die lösen wir jetzt mal mit dem Whisky auf. Schmeckt wie jedes Trockenobst. Prima. Ich fange jetzt aber nicht an zu strahlen, ne? Wegen der Kernenergie. Ich will nicht hoffen, nee. Ich glaube mal nicht. Finde ich aber auch interessanter Markenname. Gefühl getroffen. Schmeißt jetzt hier rein. Nee, komm. Doch. Jetzt machst du also auch rein. Komm, einer geht noch. Passt aber. Die Kombi ist ganz gut, ja. Mhm. Ich weiß nur noch nicht, welche Genussvariante empfehlenswert ist. Ob mischen im Mund, mischen im Glas oder separat. Wo ist der Unterschied? Im Bauch kommt eher alles zusammen. Ja, im Bauch schmeckst du auch nichts. Du schmeckst ja im Mund. Wusstet ihr eigentlich schon, dass der richtig pingelig sein kann? Und ein richtiger Klugscheißer. Klick. Klugscheißer-Modi. Also macht auf jeden Fall schon mal Spaß, das Glas zu schwenken, wenn da so Stückchen drin sind. Worauf wollen wir jetzt warten? Dann müssen wir eine Überblende machen, bis sich dann auflöst. Ich glaube, ich stelle mal eine Seite und wir melden uns später nach zwei weiteren Pizzen nochmal. Ja, genau. Ja, also muss ich ehrlich sagen, ich finde die Idee ist doof. Das ist gut. Es hat was, es ist lecker. Das schmeckt. Kann man machen, ne? Kann man machen. Whisky kann man auch machen. Jetzt wäre die Frage, was der kostet. Der kostet, ja, liegt bei 70 Euro. Ja, der berühmte Zehner. Ja gut, problematisch ist, ist glaube ich, hoch, war keine Flasche mehr drin. Limitiert, meine ich, ne? Ja, ja. Das weiß ich. Irgendwo stand doch auf wie viele Flaschen. 485 hast du doch gerade gelesen vorne drauf. 485, ja, Prozent hatte ich da gelesen. Nein, der nicht. Ich hatte es irgendwo, das ist mir jetzt auf sowas von peinlich. Auf jeden Fall ist er limitiert, das heißt, man weiß nicht, wie lange man drankommt. Man sollte also nicht zu viel davon in Mango auflösen. Ansonsten kann man sich den gut und gerne schmecken lassen. Ja. Wir haben alle gesagt, was es zu sagen gibt. Wir blenden mit der Limitierung an. Machen wir. Ja. Und ich sage schon mal Tschüss. Melde mich nachher vielleicht nochmal mit einem Zwischenfazit von meiner, wie heißt das, Mazerierung oder was ist das hier? Ansonsten passt auf euch auf und wir sehen uns bald wieder. Bis dahin, macht's gut. Ich glaube auch. Mit dem ist zu groß, wie die gerade gucken muss. Und so sehe ich dann auch. Ich würde den ganz normal diesmal so eine Ansage so machen. Hört man? Ganz normale Ansage machen. Ganz normale Ansage? Ja. Ich habe keinen Gag auf Lager oder so. Jetzt habe ich gerade gelesen, 485%. Ich dachte, wovon sind da 485% denn? Boah, Alko! Komma ist mit diesem Gold immer so. Das für ältere Leute ist das aber schwierig zu lesen. 20 Minuten haben wir geschafft. Hälfte der Zeit. Respekt. Also Pause, wir essen erstmal Pizza. Das ist der größte. Gib Pizza, schaut mal her. In der Zeit kann der auch atmen. Aber veratme dich. Weiter atme. Was? Veratme dich.